Hallo in die Runde. Herzlich willkommen auch von mir. Ich arbeite an der TU Darmstadt in der Hochschuldidaktik und freu mich natürlich auch, dass heute so viele von euch da sind. Und ich wollte dich gerne noch ergänzen, Angelika, bezüglich des Chats. Und zwar, wir werden den Chat mit übertragen. Also Carita Arena-Homboch, auch ein Vorstandsmitglied aus der DGRD, hat sich bereit erklärt, die Dinge, die Fragen, die zu beantworten sind und auch die Ideen und Links, die hier geteilt werden, mit zu übertragen in ein Online-Board, was wir am Ende der Veranstaltung dann auch für alle zur Verfügung stellen werden. Aber was jetzt noch nicht öffentlich ist, weil es sonst wahrscheinlich zu viel Chaos gibt. Aber wir werden die Sachen, die hier wichtig sind, halt für alle mit zur Verfügung stellen am Ende. Genau. Und jetzt möchte ich ganz herzlich Thomas, Dr. Thomas Arnold begrüßen. Thomas, du arbeitest bei uns an der TU Darmstadt. Ganz toll, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier zu sein. Und Thomas ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Arbeitet im Arbeitsgebiet ubiquitäre Wissensverarbeitung in der Informatik bei Professorin Irina Gurevich. Die ist eine ganz international renommierte Expertin für KI und Computerlinguistik. Thomas forscht in dem Bereich schon seit vielen Jahren und beschäftigt sich eben mit der Weiterentwicklung von KI-Sprachmodellen. Und er hat so auch den technischen Fortschritt von ChatGPT und GPT mit großem Interesse verfolgt. Thomas Arnold ist auch sehr engagiert in der Lehre. Das heißt, er sucht immer wieder Wege, um interaktive Lehre mit innovativen Werkzeugen in die Hörsäle und Seminare mitzubringen. Ja, und in seinem heutigen Impuls wird Thomas versuchen, uns als Nicht-InformatikerInnen, hier sind ja sehr viele Hochschuldidaktikerinnen und auch andere Lehrende, also die meisten von uns sind eben Nicht-Informatikerinnen, die Funktionsweise von ChatGPT ein bisschen näher zu bringen, damit wir auch irgendwie Dinge besser einschätzen können. Und Thomas wird dabei auch auf die Neuerungen eingehen, die es vielleicht noch geben wird oder die es in letzter Zeit gab. Und am Ende auch auf die Bedeutung von KI-Modellen für die Hochschullehre dazu was sagen. Genau, und wir werden den Chat verfolgen. Thomas, wenn Verständnisfragen während deines Vortrags sind, dann möchten wir euch alle bitten, die im Chat Verständnisfragen haben, die wichtig sind, damit ihr dem Vortrag von Thomas folgen könnt, bitte vor eure Frage zu stellen, Verständnis oder V. Dann können wir Thomas gegebenenfalls unterbrechen, wenn wir das Gefühl haben, jetzt fehlt uns irgendwie ein Fachbegriff oder wir können gerade nicht folgen. Alle anderen Fragen werden wir dann nach dem Vortrag ab 14 Uhr ge gesammelt beantworten. Okay, also Thomas, ich unterbreche dich gegebenenfalls, falls wir wichtige Verständnisfragen haben. Bis Und jetzt dann. sind wir sehr gespannt. Gut, wunderbar. Dann hallo erstmal von mir aus allerseits an alle, die jetzt hier in dem Zoom-Raum sind, auch an YouTube natürlich erstmal ein herzliches Hallo. ChatGPT für Nicht-InformatikerInnen heißt dieser Vortrag. Ich werde heute natürlich nicht jetzt jede einzelne Kleinigkeit von ChatGPT genau im Detail erklären können. Da brauchen wir in unserem Informatikstudium auch durchaus mehrere Vorlesungen, um das jetzt im Detail zu erörtern. Für mich geht es hauptsächlich darum, eben ein bisschen mehr zu erklären, wie diese Ausgaben von ja, generativen KI-Modellen und ChatGPT ist eben ja gerade ein sehr, sehr bekanntes und ein sehr, sehr heiß umstrittenes und diskutiertes Modell, ein bisschen zu erklären und auch auf diesen ganzen Trainingsprozess ein bisschen einzugehen. Also kurz die Agenda. Hauptteil wird eben diese Übersicht der ChatGPT-Architektur sein, als ChatGPT als großes Beispiel. Ich werde aber auch immer wieder sagen, dass vieles davon eben sehr allgemein auch auf andere generative KI-Modelle, also KI-Modelle, die irgendwas generieren. Es gibt ja auch Bilder oder andere Sorten von Texten, dass es dort auch zutrifft. Einsatzmöglichkeiten werde ich vorstellen. Also da wird es dann auch wieder Beispiele geben. Und auf die neuesten Weiterentwicklungen werde ich kurz eingehen und zum Schluss auch eben aus meiner Lehre oder aus meinen Lehrerfahrungen ein, zwei Einblicke nochmal aufzeigen. Aber da sind Sie und ihr alle natürlich auch gefragt, schön viele Beispiele auch zu bringen, auch in den Chat gerne zu posten, damit wir daraus eine schöne Sammlung erstellen können aus netten Ideen und Anregungen. Erstmal
Also, was ist diese ChatGPT-Architektur? Ganz kurz, ich meine, die meisten werden jetzt wirklich schon wissen, was ChatGPT so grob im Großen und Ganzen ist. Deswegen hier nur ganz, ganz kurz. Ein maschinelles Lernmodell, also das aus Eingabetext neuen Ausgabetext erzeugt. Also, Sie haben das wahrscheinlich alle schon mal ausprobiert. Man kriegt dann also einen Prompt, man kann eine Anfrage erstellen, eine Frage oder ein Thema vorgeben oder einfach nur anfangen, Text zu schreiben, drückt auf Enter und wenige Sekunden später erzeugt dieses System dann nach und nach einzelnes Token für Token, also Wort für Wort, eine neue Ausgabe daraus, versucht diese Fragen zu beantworten, den Text fortzuführen. Das ist also ein maschinelles Lernmodell, ein Sprachmodell, trainiert von OpenAI, basiert auf einem anderen großen, eigentlich auch sehr, sehr mächtigen Sprachmodell, GPT, GPT 3.5, um genau zu sein. Und was der Unterschied zwischen GPT und ChatGPT ist, da werde ich gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Die Weiterentwicklung von ChatGPT ist eben, dass menschenähnliche Konversation und Beantwortung von Fragen im Vordergrund steht. Und das haben Sie jetzt ja wahrscheinlich alle schon ausprobiert, dass das sehr, sehr, ja, manchmal schon menschlich wirkt, was man aus Nachfragen oder Spezifikationen dann wieder neue Antworten generieren kann und nicht wie jetzt bei einer Suchanfrage in Google alles halt nochmal neu eingeben muss, sondern dass man Nachfragen stellen kann. Das ist so das große Neuerung. Und das ist eben Teil einer API, also einer Schnittstelle, die man auch anbinden kann. Für Entwickler ist das ganz interessant. Und man kann auf dieses ChatGPT eben auch sehr einfach zugreifen mit einem kostenlosen Account und das selbst ausprobieren. So, soweit die allgemeine Übersicht, was ChatGPT eigentlich ist. Schauen wir uns eben jetzt diese Architektur an. Diese Übersicht haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie auf der ChatGPT-Homepage sich mal bewegt haben, ein bisschen runtergescrollt haben. Aber was bedeutet das eigentlich alles? Das Ganze basiert auf GPT 3.5, hatte ich eben schon erwähnt. Das ist ein Sprachmodell. Ein Sprachmodell, und da werden wir jetzt erstmal drauf eingehen, was das eigentlich ist. Und dann gibt es eben Weiterentwicklungen, die auf diesem Sprachmodell aufbauen und das für uns Menschen in einem Dialogformat irgendwie zugänglicher machen. Also, erstmal Sprachmodell. Sprachmodell ganz allgemein ist eine maschinelle Lernfunktion, also eine Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion. Die hat als Eingabe einen Text und als Ausgabe bringt die erstmal eigentlich nur Zahlen. Also man, als nicht so spannende Anwendung, gibt man in dieses Sprachmodell einen Text ein, Thomas liebt salzige Brezeln, und daraufhin spuckt einem dieses Sprachmodell jetzt eine Wahrscheinlichkeit aus, wie wahrscheinlich ist es, diesen Text in anderen Text, den dieses Modell bereits gesehen hat, wiederzufinden. Also wie wahrscheinlich ist es, diesen Text wiederzufinden. Es gibt dann irgendeine Zahl aus. Meistens ist das jetzt nicht besonders interessant, was diese Zahl eigentlich ist. Interessanter wird es, wenn man mehrere dieser Anfragen oder dieser Texte in einem Sprachmodell miteinander vergleicht. Also wenn ich jetzt sage, Thomas liebt salzige Brezeln oder Thomas liebt kalte Brezeln, Thomas liebt Parkbrezeln, etwas, was dann irgendwie syntaktischer Unsinn ist, kann ich jetzt in das System reinspeisen nacheinander und daraufhin spuckt mir das System jeweils eine Zahl aus und dann kann ich sehen, naja, was ist davon denn am wahrscheinlichsten? Also was wäre die wahrscheinlichste Art und Weise, wie ich diesen Satz aufbauen würde, wenn ich zum Beispiel dieses dritte Wort hier rauslassen würde, würde darauf feststellen, naja, salzige Brezeln scheint am wahrscheinlichsten zu sein. Das ist ganz nett. An der zweiten Anwendung sind wir meistens mehr interessiert, und das ist das, was diese heutigen Sprachmodelle eben auch hauptsächlich tun werden, dass man eben eine Fortführung des Textes vorhersagen möchte. Also ich gebe einen Text ein, ich packe meinen Punkt, Punkt, Punkt. Und lasse mir jetzt für alle möglichen weiteren Worte, die hinter diesem kleinen Mini-Prompt am Anfang folgen, Wahrscheinlichkeiten ausgeben, mit was es denn nun weitergehen könnte. Also ich packe meinen Handschuh, wohl eher nicht, ich packe meinen Koffer, das klingt sehr wahrscheinlich. Oder irgendwelche anderen Worte wie sitzen, die eben auch wieder eigentlich keinen Sinn ergeben, würden jetzt eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit ergeben. Und daraus könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt immer das Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, um zum Beispiel einen Satz fortzuführen, oder ich würfel einen Würfel, um zu sagen, die wahrscheinlicheren Worte sollten jetzt eine wahrscheinlichere Fortführung dieses Satzes geben. Gut, das klingt jetzt noch sehr abstrakt. Sprachmodell kann auch alles Mögliche bedeuten. Ich stelle Ihnen mal ein ganz einfaches Sprachmodell vor. Das kann man, wenn man sehr, sehr viel Langeweile hat, ein Buch und eine Excel-Tabelle auch selbst nachbauen. Ich würde das niemandem empfehlen, weil wahrscheinlich aus Langeweile schlafen Sie irgendwann ein. Aber das würde so aussehen. Also ein sehr, sehr primitives Sprachmodell, was in den 1960ern im Prinzip erfunden wurde oder eingeführt wurde, ist ein sogenanntes Bigramm-Modell. Bigramm heißt, aus zwei Spracheinheiten, in dem Fall sind das Worte, wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung erstellt. Also ganz explizit nehmen wir jetzt hier einen kleinen Text, hier einen Auszug aus einem Sterntaler Märchen,
Und jetzt fangen wir einfach mal an, von vorne nach hinten den Text einmal durchzulesen, einzelnes Token für einzelnes Token und uns anzusehen, wie eben diese Wahrscheinlichkeitsverteilung aufgebaut wird. Das heißt, das erste Wort in diesem Text heißt es. Vor es steht nichts anderes, aber es steht an einem Satzanfang. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Tabelle eintragen, okay, wenn ein Satzanfang wenn ich einen Satzanfang weiter fortführen möchte, habe ich jetzt einmal das Wort es als erstes Wort gefunden, habe ich einmal gesehen, trage ich also eine 1 ein. Jetzt nehme ich das zweite Wörtchen mit dazu und sage, okay, es war. Also nach dem Wort es habe ich einmal das Wort war gefunden, trage ich auch eine 1 ein. Und Sie merken schon, das wird jetzt ein bisschen stupide. Nach war kommt einmal. Das trage ich in die Tabelle ein mit einer 1. Und das mache ich jetzt stundenlang, nicht nur für dieses eine Märchen, sondern auch für alle anderen Texte, die ich so vor mir sehe und finde. Und ende jetzt mit einer riesigen Tabelle, an der steht, okay, bei einem Satzanfang habe ich 512 Mal das Wort es gefunden und das Wort und 127 Mal und so weiter und so fort. Da wird es dann also tausende verschiedene Wortanfänge geben. Im Prinzip ist das das komplette Training eines, ja, Bikram-Sprachmodells. Wie wende ich das jetzt an? Naja, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, gib mir mal einen neuen Satzanfang. Ich will da also einen neuen Satz erstellen. Was mache ich jetzt? Ich schaue mir alle Worte an, die ich nach einem Satzanfang schon mal gesehen habe und werde das gewichten nach einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Also ein Wort wie es, das ich sehr, sehr oft gefunden habe, kriegt eine höhere Wahrscheinlichkeit. Und ein Wort wie und, das ich nicht so oft gefunden habe, kriegt eine etwas niedrigere Wahrscheinlichkeit. Und jetzt würfel ich einen Würfel mehr oder weniger, der eben gewichtet ist und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auf es landet, mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit auf und. Und jetzt kann es passieren, dass ich eben das Wort es erzeuge. Und das gebe ich wieder in mein Sprachmodell rein. Das mache ich dann genauso. Ich schaue also meine Tabelle nach. Was folgt nach es? Gibt es mehrere Möglichkeiten? Ich werfe wieder einen Würfel und erzeuge so das nächste Wort. Das kann ich jetzt weiter fortführen und kann dann eben ganze Texte daraus erstellen. Das klingt ungefähr wie das, was eben auch so ein ChatGPT-System macht, aber es hat natürlich dieses simple Modell mehrere Einschränkungen. Und das müssten wir uns jetzt mal genauer angucken. Also dieses super simple Modell, das immer nur von einem Wort auf das nächste Wort schließt, hängt jedes Wort nur von seinem direkten Vorgänger ab. Das heißt, es gibt überhaupt keine Konsistenz. Wenn ich jetzt also einen Satz schon länger geschrieben habe oder auch eine Geschichte weiter fortführe, dann gibt es da überhaupt keine Konsistenz. Dieses Modell erinnert sich nicht mal, was zwei Worte vorher geschrieben wurde und geschweige denn irgendwie 10 Sätze vorher. Das heißt, hier könnten auch wirkliche Sätze entstehen, die syntaktisch und semantisch kompletter Unsinn sind. Des Weiteren habe ich das Problem, wenn ich ein unbekanntes Wort habe, also wenn ich mich zum Beispiel verschreibe, ich habe also einen Prompt wie ich gehe heute und jetzt habe ich mich vertippt, habe zwei T's eingetragen. Dieses Sprachmodell hat in seiner kleinen Tabelle, die wir da aufgebaut haben, hat dieses Wort gar nicht, heute mit zwei T, hat keine Ahnung, was es tun soll. Und drittens, es gibt eben keine semantischen Zusammenhänge zwischen diesen Worten. Das heißt, ich habe das Wort Bank, ja, aber ich weiß nicht, was das jetzt in diesem Kontext überhaupt bedeuten soll. Ist das die Bank, auf der ich mich draufsetze? Ist es die Bank, die ich ausrauben kann oder auf der ich Geld abheben kann? Und so entstehen überhaupt keine semantischen Zusammenhänge bei der Generierung von diesen Texten. All das erwarten wir von so einem System, wenn man jetzt eine Frage stellt, dass dann auch eine sinnhafte Antwort rauskommt und nicht irgendwie plötzlich von einem Sinn auf den nächsten gesprungen wird. Gut. Simples Sprachmodell, springen wir jetzt mal weiter auf 2020 und die Veröffentlichung von GPT-3. Ich bleibe hier mal bei der englischen Nomenklatur, weil das ein bisschen gängiger für mich ist. Also GPT-3 ist eben eines der Sprachmodelle, die sehr, sehr bekannt auch wurden, vor allen Dingen in der Wissenschaftswelt, weniger jetzt eben im breiten medialen und öffentlichen Spektrum, wie das bei ChatGPT der Fall ist. Aber wir haben uns da auch schon mit Freuden drauf gestürzt und geschaut, was man damit denn alles Schönes machen kann. Das basiert auf einer sogenannten Deep Learning Architektur, ein großes neuronales Netz, nennt sich Transformer. Was das genau bedeutet, wie gesagt, könnte ein oder zwei Vorlesungen füllen, werden wir jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Aber ich werde Ihnen sagen, was denn die Vorteile von dieser Architektur so sind. Und das erste ist, dass wir Wörter hier nicht mehr einfach nur als einzelne Worte ohne Kontext, ohne semantische Bedeutung repräsentieren, sondern eine Vektorrepräsentation dieser Worte benutzen können. Also jedes Wort, jedes Token, das ich in dieses Modell reingebe, wird in einen Vektor, in einen Zahlenvektor, der sehr, sehr hochdimensional ist, also zum Beispiel 300 Zahlen oder 500 Zahlen, umgewandelt. Für uns Menschen ist das jetzt nicht mehr weiter irgendwie lesbar oder verarbeitbar. Aber für die Maschine hat das große Vorteile, weil mit diesen Vektoren kann man eben Mathematik betreiben, Vektorrechnung betreiben und kann dann sehr spannende Sachen damit machen.
Zum Beispiel, man kann diese Vektoren auf Nähe überprüfen. Also man kann jetzt sagen, okay, diese Vektoren wurden auch mit einem externen neuronalen Netz trainiert, dass sie gewisse Eigenschaften haben. Und was ist denn jetzt zum Beispiel dieser Vektor Königin? Welche Vektoren sind denn da in der Nähe? Was heißt, welche anderen Worte sind denn auch semantisch in einer Nähe? Also Königin, der Vektor davon ist in der Nähe von König oder von Herrscherin oder von Königreich, das passt alles. Und zum Beispiel der Vektor des Wortes Koffer, der jetzt damit nicht so viel thematisch zu tun hat, ist sehr weit weg. Also es hat eine direkte Bedeutung, die man auch einsetzen kann, um eben semantische Relationen sehr leicht zu erkennen. Und eine andere schöne Eigenschaft, die diese sogenannten Embeddings, diese Vektorrepräsentationen aufbringen können, ist, dass semantische Relationen darin manchmal sehr gut erkennbar sind. Und da gibt es ein berühmtes Beispiel, das haben Sie vielleicht gesehen, wenn Sie sich mit diesen Word-Embeddings mal beschäftigt haben. Hier ist das Beispiel, eine Frau verhält sich, oder das Wort Frau verhält sich zu dem Wort Königin, wie das Wort Mann zu welchem anderen Wort. Diese Fragen kann man an diese Vektorrepräsentation stellen, indem man dann einfach schaut, okay, ich nehme jetzt den Vektor von Frau und addiere den Vektor von Königin und jetzt nehme ich den Vektor von Mann und addiere denselben Vektor in dieselbe Richtung und schaue, welcher Vektor kommt denn dabei raus? Also welche Worte finde ich denn da an dieser Position in diesem Vektorraum? Und wenn das funktioniert, findet man das Wort König, hat also dann diese semantische Bedeutung durchaus erkannt. Und das hat großen Nutzen beim Beantworten und beim Schreiben von Texten. Das zweite ist, die große Limitierung von diesem Bikram-Sprachmodell eben, war ja, jedes Wort ist nur abhängig von dem Wort direkt davor. Dieses Transformer-Modell, wie das heißt, hat einen sehr, sehr großen Kontext. Also man kann nicht nur ein Wort als direkten Kontext betrachten, nicht nur ein paar Fragen, sondern eben mehrere tausend sogar andere Worte oder Tokens benutze ich öfters, das sind auch teilweise Teilworte, als Kontext, der beim Generieren des nächsten Wortes alles mit berücksichtigt wird, und zwar alles gleichzeitig. Das ist der große Vorteil. Also ich kann den kompletten Kontext mit Frage und mit dem Text, den ich vorher eingegeben habe, alles gleichzeitig berücksichtigen, um das nächste Wort zu erstellen. Und als kleinen Bonus, damit das nicht völlig unübersichtlich wird, gibt es noch diesen Attention-Mechanismus. Da werde ich auch nochmal kurz drauf eingehen, was das heißt. Da lernt das System nämlich, welche Worte selbst in einem riesigen Kontext eigentlich gerade wichtig sind. Also wenn ich jetzt schreibe, hallo, wie geht es dir? Und dann gibt es manche Worte, die eben wichtiger sind in der Verteilung, der Wahrscheinlichkeitsverteilung bei der Generierung des nächsten Wortes. Hallo ist zum Beispiel jetzt erstmal irrelevant. Wie und dir sind jetzt die Frageworte, die eigentlich die Frage spezifizieren. Und daraufhin wird das System darauf trainiert, zum Beispiel den nächsten Satz mit mir, also mir geht es gut oder mir geht es nicht so gut oder sowas, damit zu beginnen. Und das ist eben auch noch ein sehr, sehr großer Vorteil, um große Kontexte weiter verarbeiten zu können. Jetzt kommen wir darauf, also diese Transformer-Technologie ist sehr, sehr schön, wurde von Google auch selbst veröffentlicht in einem sehr interessanten Paper. Wer sich da ein bisschen zumindest mit neuronalen Netzen schon auskennt, kann das gerne mal lesen. Attention is all you need. Wenn man mehrere dieser Transformer-Schichten übereinander stapelt, dann erhält man einen sogenannten Generative Pre-Trained Transformer oder auch GPT. Und da sind wir jetzt eben gerade angekommen. Das ist dieses berühmte GPT-Sprachmodell, das, wie gesagt, eben die Runde gemacht hat und auf dem auch ChatGPT basiert. ChatGPT basiert auf einer etwas weiterentwickelten Version. Also GPT-3 oder GPT-3 wurde eben viel untersucht. GPT-3.5 angeblich ist die Basis für ChatGPT. Wie das genau trainiert wurde, ist nicht veröffentlicht, aber was wir wissen, ist, dass das eben eine sehr große Kontextgröße hat. Kontext heißt Worte, die in der Eingabe mitverarbeitet werden, um das nächste Wort vorherzusagen. In dem Fall von 4096 Tokens, nimmt man zumindest an. Das heißt, also fast 4000 Worte, vielleicht 3500 Worte. Diese 175 Milliarden Parameter, die Sie wahrscheinlich auch schon oft gehört haben als Kenngröße, wie groß dieses neuronale Netzwerk ist, das da trainiert wurde, das gilt wohl auch für GPT-3.5. Und auch die Trainingsdatengröße mit über 45% Terabyte, zumindest vor Filterung und Texten bis zum Jahr 2021, auch die wird weiterhin gelten. Trainiert heißt hier wirklich auf Textdaten, die im Internet gecrawlt wurden. Da gibt es diesen Common Crawl Datensatz. Da ist also wirklich alles Mögliche drin von Blogposts und was Sie nicht alles finden können. Es gibt aber auch explizit noch einen Datensatz, der eingespeist wurde aus Reddit mit allem, was daran an Links extrahiert wurde
oder Bücherdatensätzen und auch Wikipedia. Ich sehe gerade eine Verständnisfrage, was sind die Parameter? Parameter kann ich direkt beantworten. In einem neuronalen Netz werden sozusagen Gewichte trainiert. Und zwar heißt Gewichte einfach nur, es werden Zahlen, also aus den Worten werden Zahlen generiert, das ist wie in dieser Vektordarstellung, die ich gerade gesagt habe. Und diese Zahlen werden in einem neuronalen Netz auf recht komplexe Art und Weise immer wieder miteinander multipliziert und daraus eine Ausgabe erstellt. Also wie gesagt, die genauen Spezifikationen werden wir jetzt heute nicht betrachten können. Aber diese Multiplikationen geschehen aufgrund von Gewichten, die trainiert werden. Also manchmal wird ein Wert wichtiger empfunden als ein anderer. Und diese Parameter sind jeweils diese Gewichte. Also 175 Milliarden einzelne Multiplikationsgewichte werden trainiert und immer wieder angepasst und während dem Training also wirklich ständig ein bisschen hoch und ein bisschen runter korrigiert, damit die Ausgabe das ist, was wir eigentlich haben wollen, nämlich eben natürlichsprachiger Text, der Menschen ähnelt. So, also diese Sprachmodelle an sich sind schon sehr schön. Die besitzen auch gute Ausgaben. Also GPT-3, bei dem wir ja auch, wie gesagt, schon viel mit rumexperimentiert haben, ist schon ein sehr, sehr mächtiges Modell. Man kann nicht sagen, dass das jetzt schlechter ist als ChatGPT oder irgendwas. Es ist nur etwas schwieriger, natürlichsprachige Anfragen zu formulieren, damit das Modell auch wirklich das macht, was ich tue. Das ist eigentlich der große Knackpunkt. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass auf jede Anfrage von ChatGPT, die eine tolle Antwort produziert, es wohl auch einen GPT-3-Prompt geben soll, der dasselbe macht, aber dieser Prompt ist meistens deutlich komplizierter. Also zum Beispiel muss man in diesen Prompts, diese Eingaben, die man generiert, oft dem Modell erstmal vormachen, was man eigentlich genau machen will. Das ist hier zum Beispiel dieses Beispiel. Also wenn ich jetzt sagen möchte, übersetze mir einen Text von Englisch auf Französisch, dann reicht es meistens nicht einfach zu sagen, please translate oder bitte übersetze. Und dann gebe ich den Text ein, sondern ich muss erstmal sagen, okay, hier gebe ich mal ein paar Beispiele vor. Also wenn ich Sea Otter eingebe, will ich Loutre de Mer und so weiter und dann zwei, drei Beispiele. Und jetzt mache ich noch einen neuen Prompt, sage nur, hier lasse ich jetzt den Text frei und dann wird das System aufgreifen, was ich eigentlich haben möchte und die richtige Antwort generieren. Das heißt, auf welches Ziel sind diese Sprachmodelle optimiert? Also es ist nicht unbedingt das, was wir haben wollen, nämlich ich gebe eine natürlichsprachige Anfrage ein und versuche damit irgendwie ja, zu chatten, also irgendwie jetzt zu einem Ergebnis zu kommen, sondern diese Modelle sind darauf trainiert, Text zu generieren, der möglichst menschenähnlich klingt oder der eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zu bereits gelernter Textverteilung besitzt. Und diese bereits gelernte Textverteilung von Worten, die ist eben aus menschlichen Texten generiert. Das heißt, das Modell will einfach nur Text generieren, das menschenähnlich aussieht, mehr nicht. Es ist nicht darauf trainiert, Fragen zu beantworten oder leicht zu bedienen zu sein. Und faktische Genauigkeit, da kommen wir erst ganz spät dazu, da sind wir noch weit von entfernt. Also, das ist die Basis für dieses ChatGPT. Jetzt kommen wir auf die sozusagen Erweiterungen, die in der ChatGPT-Architektur gemacht wurden. Das erste ist ein neues Trainingsdatenset, um eben diese Frage-Antwort-Szenarien besser in das Modell zu integrieren. Was wurde hier gemacht? Es wurden Beispieldialoge generiert von menschlichen Annotatoren oder Annotatorinnen. Das heißt, es wurden übliche Fragen, wie man sich so vorstellt, was das System bieten soll, generiert. Zum Beispiel erkläre eben diese Transformer-Architektur in einfacher Sprache und maximal 100 Worten. Das wäre jetzt natürlich eine recht technische Anfrage. Und dann wurde ebenfalls von menschlichen Annotatorinnen eine Antwort generiert, was dann eben die Antwort darauf sein soll. Und dann auch gerne mal eine Nachfrage, vielleicht nicht unbedingt so interessant wie hier. Und jetzt bitte nochmal dieselbe Antwort, aber wie ein Pirat. Und dann daraufhin auch nochmal die richtige Antwort. Aber zumindest wurden diese Dialogwechsel simuliert und in das System eingegeben. Wichtig daran ist, das System wurde dabei nicht mächtiger. Also wir haben nicht plötzlich dadurch mehr Parameter oder irgendwas. Das System hat nicht sprachlich wirklich mehr dazu gewonnen. Es wurde allerdings auf ein anderes Ziel nun optimiert. Und zwar, es soll nun Text generieren, das weiterhin das erste Ziel verfolgt, also es soll menschenähnlichen Text generieren, aber es soll nun auch Text generieren, was zu diesen gezeigten Dialogabfolgen passt. Da kommen wir der Sache, die wir wollen, ja schon etwas näher. Also es soll dialogähnliche Texte generieren. So, da kann natürlich immer noch etwas herauskommen, was wir als nicht besonders hochwertig einschätzen.
Und daraufhin kommen wir jetzt zum dritten Schritt, nämlich ein sogenanntes Reinforcement Learning noch dazu zu setzen, ein zusätzliches Modell, um das Ranking oder die Einschätzung von menschlichen Annotatorinnen von diesen Ergebnissen zu simulieren oder zu imitieren. Was heißt das konkret? Wir haben ein Modell, das, was wir bisher trainiert haben, und lassen das jetzt auf eine Beispielanfrage, auf einen Beispielprompt mehrere Ausgaben generieren, zum Beispiel jetzt hier 4 Stück. Also wir haben diese Anfrage und das generiert jetzt A, B, C, D, 4 verschiedene Antworten. Jetzt kommen wieder unsere menschlichen Annotatorinnen ins Spiel, die sagen, okay, was findest du denn besser? Findest du A oder B besser? Also paarweise Vergleiche. Und dann sagt die eine Person, okay, A ist besser. Wir fragen nicht nur eine Person und auch nicht nur diese eine paarweisen Vergleich, sondern wir fragen eben auch, ja, was ist mit A und C und B und C und C und D und so weiter und so fort. Fragen also sehr viele Menschen, sehr viele dieser paarweisen Vergleiche und kommen darauf auf ein Ranking, was also von den Menschen so eingeschätzt wurde. Vermutlich ist die beste Antwort von denen, also Antwort B, und Antwort C ist etwas schlechter und die schlechteste Antwort ist nun diese Antwort B zum Beispiel. Was machen wir damit? Wir trainieren ein zusätzliches Modell, ein neues maschinelles Lernmodell, was einzig und allein dafür da ist, um diese menschlichen Bewertungen vorherzusagen. Also Eingabe für dieses sogenannte Rewards Model, da fiel mir jetzt kein wirkliches gutes deutsches Wort dafür ein, und das ist eben auch etwas, was in dem auf der Webseite oft so erwähnt wird. Da wird dieser Prompt, diese Anfrage reingefüttert und eine dieser Antworten, die generiert wurden. Und dieses Rewards Model errechnet daraufhin einen numerischen Wert, zum Beispiel 9,1. Wie werden diese Werte nun generiert? Also was wird darauf trainiert? Naja, wenn ich jetzt nacheinander diese 4 Antworten A, B, C und D reingeben würde, würde er darauf 4 Nummern generieren, die eben genau diese Reihenfolge widerspiegeln. Also A sollte die höchste Bewertung erreichen und B die niedrigste. Irgendwo habe ich mal gelesen, das fand ich ganz gut, ein sogenanntes Bundestrainermodell. Also dieses Modell hat keine Ahnung, wie man gute Texte generiert, weiß aber gut, wie man diese kritisieren kann und einschätzen kann und sagen, na, das war nicht gut. Ich habe zwar keine Ahnung, was gut ist, aber das war es nicht. Das ist nett. Dieses Rewards-Model ist also dafür da, um Eingaben so zu bewerten, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit menschlichen Bewertungen gleicht. Also es soll einfach nur Bewertungen abgeben, die so aussehen, als wären sie von Menschen getroffen worden. Das wird jetzt in das letztendliche Modell reingebaut, indem man, das zeige ich am besten gleich hier direkt, also man lässt auf einen Prompt eine Antwort generieren, lässt diese Antwort von diesem Rewards Model bewerten und füttert diese Bewertung wieder in das ursprüngliche Modell rein, als Rückmeldung sozusagen, okay, was du da generiert hast, das war übrigens nur 2 Punkte wert. Daraufhin werden wieder diese Parameter, also diese Gewichte angepasst und dann versucht das System eben solche Antworten weniger zu generieren und versucht eine neue Antwort zu generieren und das kriegt jetzt irgendwie 10 Punkte und daraufhin sagt das Modell, okay, das werde ich jetzt häufiger generieren, sowas in der Art. Auf welches Ziel wird nun dieses komplette Modell optimiert? Ich komme immer wieder mit diesem, was ist das Optimierungsziel, weil das ist ein kritischer Punkt bei diesen ganzen Systemen. Das komplette System ist nun darauf trainiert, Text zu generieren, der wie menschlicher Text aussieht, also dieser Sprachwahrscheinlichkeitsverteilung folgt, der auch zu den Dialogabfolgen passt, also soll aussehen wie so ein Dialog und auch der von menschlichen Annotatorinnen wahrscheinlich gut bewertet werden würde. Ist das denn genau das, was wir wollen, ist hier die große Frage. Wollen wir nicht eigentlich ein Modell, das eine Frage bestmöglich beantwortet? Also das einfach, wenn ich eine Frage reingebe oder eine Anfrage eingebe, das einfach die beste Ausgabe generiert. Eigentlich wollen wir das. Die Frage ist nur, wie können wir das spezifizieren? Das ist eben nicht ganz so einfach. Wir können nicht einfach sagen, okay, wie fasse ich jetzt in eine Funktion oder selbst in eine Definition, was die bestmögliche Antwort auf eine Frage ist. Und deswegen behelfen wir uns mit diesen, wie sie genannt werden, Proxy-Zielfunktionen, also Behelfszielfunktionen, die wir definieren können und die wahrscheinlich dafür zuständig sind, eine gute Antwort zu generieren, also die wahrscheinlich zu guten Antworten passen. Aber es ist nicht genau dasselbe. Also diese ganzen Funktionen, Sprachwahrscheinlichkeit, Dialogabfolgen als Training, sind alles Proxy-Funktionen. Und auch hier fand ich irgendwo ein Zitat schön, ChatGPT ist wie Politik, es sagt dir, was du hören willst, also es erzeugt eine Antwort, die wir gut finden, es muss aber nicht unbedingt korrekt sein. Einsatzmöglichkeiten, da haben Sie wahrscheinlich auch schon sehr viel mit rumgespielt
und in Twitter und wo alles sehr viele Einsatzmöglichkeiten gesehen. Deswegen möchte ich da mal erstmal die naheliegendsten nochmal aufzeigen. Also daraufhin oder darauf, wo das System eigentlich trainiert wurde, nämlich Weiterführung und Generierung von Text, das ist erstmal eine naheliegende Einsatzmöglichkeit. Also ich kann mit diesem generativen KI-Modell ChatGPT kann ich versuchen, eine natürlichsprachliche Konversation zu führen, kann also Anfragen stellen, mir sie beantworten lassen, kann damit versuchen zu interagieren, und genau daraufhin ist dieses Modell ja auch trainiert worden. Es kann immer noch weiter Texte generieren, komplettieren oder auch zusammenfassen. Also ich gebe einen Text ein und sage, hier, gib mir meine Zusammenfassung, und es hat auch einige Sprachverarbeitungsmöglichkeiten. Es gibt auch andere Anwendungsfelder, und da haben Sie wahrscheinlich auch schon einige Beispiele gesehen, die für uns als Sprachforscher extrem verblüffend sind. Nämlich Dinge, die eigentlich nichts mit Text zu tun haben, aber die das System aus irgendeinem Grund kann. Eine Sache davon ist Mathematik. Also wenn ich jetzt hier diese Rechenaufgabe mir anschaue, also in einem Projekt stehen 50.000 Euro Personenmittel zur Verfügung, ein Personenmonat kostet pauschal 5.000 Euro, dann haben wir zwei Mitarbeiter, die mit bestimmten Anzahl von Personenmonaten auf dem Projekt gearbeitet haben. Wie viele Personenmonate stehen zum Schluss noch zur Verfügung? Eine einfache Rechenaufgabe, die man ja mit einer kleinen Excel-Tabelle beantworten kann oder auch vielleicht auch ganz gut im Kopf. Aber nun habe ich das mal ausprobiert, eben in ChatGPT reingeworfen, und die Antwort fand ich wirklich gut. Also ein System, das keine Ahnung hat, was Rechnen überhaupt bedeutet und auch keine Vorstellung davon hat, was Plus und Minus oder sowas sind, gibt einem dann diese Antwort, die nochmal aufzeigt, wie es auf dieses Ergebnis gekommen ist. Das Ergebnis ist auch durchaus richtig, auch erklärt, okay, Mitarbeiter hier hat also für 75% für das Projekt gearbeitet, das entspricht also 2 mal 0,75 ist 1,5 Personenmonate und so weiter. Gibt einem also sehr ausführlich eine stimmige Antwort auf eine Rechenaufgabe. Und wie gesagt, die Aufgabe ist nicht besonders komplex, aber das System wurde nie beigebracht, was Plus oder Minus sind. Es hat einfach nur im Internet Texte gefunden, in denen vielleicht mal ausnahmsweise oder zufällig Addition und Subtraktion vorkamen, und hat daraus hin abgeleitet, was das wohl sein könnte. Und dass das dann in vielen Beispielen, nicht in allen, aber in vielen Beispielen korrekt umgesetzt wird, ist für mich tatsächlich beeindruckend. Code- und HTML-Generierung ist wieder jetzt eher etwas, wo man denkt, ja, das ist etwas, was das System gut kann. Aber auch da wirklich mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Also gib mir einen Python-Code, um jetzt mein eigenes GPT-Modell zu trainieren, wollte ich mal hier ausprobieren. Manchmal mache ich das auf Englisch, manchmal auf Deutsch, um zu gucken, was besser funktioniert. Beides funktioniert gut. Und hier wird dann auch eingegeben, hier ist ein Example, also hier ist ein Beispielcode, wie man mit einer bekannten Library, also mit einem bekannten Softwarepaket, eben so ein GPT-Modell nachbauen kann, und gibt einem Code, den man direkt eingeben kann, ein bisschen anpassen kann und damit zurück, also rumspielen kann. Und als Ausgangspunkt für eigene Programmierarbeiten ist das wirklich ganz toll. Ebenso für Webseitengenerierung, also HTML-Code. Also ich hätte jetzt gerne eine Webseite und ich hätte gerne oben eine Navigationsleiste und rechts einen Twitch-Feed und so weiter. Dann hätte ich jetzt hier auch grundlegenden HTML-Code. Der ist vielleicht nicht der schönste der Welt, aber es hilft mir zumindest, um einen Anfang zu finden. Und wenn ich das noch ein bisschen genauer spezifiziere und sage, ja, ich hätte jetzt gerne aber den Button noch ein bisschen größer, reagiert das System auch auf diese Spezifikation, auf diese Nachfragen. Das finde ich wirklich sehr schön. Etwas, was ich ganz toll fand, war Komponieren. Also ich bin auch in einem Chor als Chorleiter tätig im Moment und habe jetzt mal versucht herauszufinden, ob dieses System auch irgendwas von Musik versteht. Wenn ich einfach nur eingebe, komponiere mir mal ein Musikstück im Stile von Mozart, sagt das ChatGPT-System, ja, nee, kann ich nicht, also komponieren, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber wenn man ein bisschen trickst und sagt, naja, einigen wir uns mal auf eine gewisse Konvention, also zum Beispiel um Tonhöhen festzustellen, wir sagen einfach 60 ist das mittlere C, und das heißt Cis ist dann eins höher, ist 61, und dann sagt ChatGPT, ja, okay, alles klar, habe ich verstanden. Und Tonlängen machen wir auch genauso. Also eine 1 ist eine ganze Note, 0,5 ist eine halbe Note. Drückt man Enter und sagt das System, ja, dann habe ich verstanden. Und jetzt komponiere in dieser Notation eine Melodie, die an Mozart erinnert. Also naja, die Hälfte des Prompts hat funktioniert, nämlich er hat eine Melodie komponiert, behauptet auch, es würde an Mozart erinnern. Und da möchte ich allerdings widersprechen. Also hier stehen jetzt einige Zahlenwerte.
Auf einen Blick sieht man, alle sind ganze Noten. Das wirkt schon mal ein bisschen langweilig. Und ich habe das mal in so ein MIDI-Programm eingegeben, beziehungsweise man sieht es relativ schnell. Das ist eine C-Dur-Tonleiter, die einmal nach oben und einmal nach unten geht. Also vielleicht hat Mozart sowas auch mal irgendwann gemacht, aber wahrscheinlich nicht besonders anspruchsvoll, dass man jetzt sagt, das hat was mit Mozart zu tun. Aber auch hier beeindruckend, dass überhaupt irgendetwas möglich ist. Man kann hier damit auch tatsächlich noch ein bisschen mehr machen. Also das ist jetzt die erste Ausgabe. Ich habe dann auch mal versucht, das System darauf wirklich zu trimmen und zu sagen, ja, mach doch mal ein bisschen hier unterschiedliche Notenwerte oder bau doch mal ein paar Sprünge mit ein oder ein bisschen Dissonanz hier oder da an der einen Stelle. Und es kommen Ausgaben raus, die diesen Prompts folgen. Ob das jetzt wirklich gute Musik ist, naja, das lassen wir mal dahingestellt. Es gibt natürlich auch Risiken und Fehler bei diesen Systemen. Das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Es ist nicht immer alles richtig, was das System ausgibt. Und das hat auch Gründe, warum das System nicht immer was Richtiges ausgibt. Hauptsächlich, naja, weil es eben nicht darauf trainiert wurde, richtige Sachen auszugeben. Es soll nur menschenähnlich aussehen. Also hier ist ein Text. Generate a small introduction text about Professor Irina Gurevich. In this text state at least 5 of her most famous publications. Also gib mir einen Einführungstext meiner Chefin und bitte mit 5 Publikationen. Und ich habe diese Antwort vor ungefähr 1,5 Wochen so rausgekriegt, werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Da wird ein Einführungstext auf Englisch generiert, der sieht auch wunderbar aus, also ist stilistisch okay, kann man als Einführungstext so nehmen, ist recht knapp, folgt aber der Form einer Einführung, wurde also verstanden, was ich will. Auch die Co-Autoren interessanterweise von diesen Publikationen, die hier angegeben sind, haben was mit dem NLP-Feld zu tun, also manche von den Namen kommen mir sehr bekannt vor und haben wahrscheinlich auch was schon mit Frau Gurevich veröffentlicht. Und selbst die Paper-Titel, also diese Artikel-Titel, klingen irgendwie, als könnten sie auf unseren Konferenzen so erschienen sein. Aber letztendlich existiert keine dieser Publikationen. Also wenn man einen dieser Titel eingibt und auf Google Scholar oder auch anderen Suchmaschinen danach sucht, merkt man, das funktioniert einfach nicht, das stimmt nicht. Das heißt, hier wurden halluziniert. Also hier wurden Fakten halluziniert, hier wurde Text generiert, der so aussieht, als würde dieses System eben eine Publikation hinschreiben. Ist aber nicht der Fall. Und warum ist das der Fall? Naja, zwei große Gründe. Das eine ist, es gibt eben keine Mechanismen, um Fakten zu überprüfen. Also das System wurde darauf trainiert, menschenähnliche Texte zu generieren und nicht unbedingt faktisch korrekte Texte. Ist einfach nicht in der Zielfunktion vorhanden. Das heißt, es gibt keinen weiteren Mechanismus, um diese Fakten zu überprüfen. Und gerade dieser erste Punkt wird jetzt, denke ich, von den ChatGPT-Developern, also von den Entwicklern, auch angegriffen. Da gibt es nämlich mittlerweile einige Mechanismen, die dafür sorgen, dass zumindest Warnhinweise erscheinen. Das kann ich gleich nochmal zeigen, dass eben zum Beispiel diese Publikationen könnten vielleicht nicht existieren oder sowas. Das zweite ist aber auch eben diesem Reinforcement Learning, also diesem Lernen der menschlichen Bewertungen geschuldet. Das heißt, das System versucht ja, Ausgaben zu generieren, von denen eben die menschlichen Annotatoren gesagt haben, ja, das gefällt mir ganz gut. Und ich vermute, im Trainingsprozess wird es eben auch vorgekommen sein, dass einmal ChatGPT zum Beispiel Publikationen erfunden hat und einmal einfach nichts ausgegeben hat. Und wenn jetzt, also ich als menschlicher Annotator würde dann auch sagen, naja, zumindest wenn du irgendwas geschrieben hast, ist es schon mal besser als nichts. Ja? Das sieht ganz gut aus. Dann würde ich dem einen etwas höheren Bewertungsscore geben. Ich weiß auch nicht, wie der Annotationsprozess aussah, ob dann wirklich alles immer komplett überprüft wurde oder einfach gesagt wurde, ja, das sieht gut aus, dem gebe ich mal einen hohen Bewertung. Und dann hat dieses System eben gelernt, naja, wenn ich versuche, irgendwas zu erfinden, was einigermaßen schlüssig aussieht, gibt das mir wahrscheinlich mehr Punkte, als wenn ich zugebe, es nicht zu können oder wenn ich einfach nichts tue. Dürfen nicht vergessen, in diesen Annotationsprozessen, wenn Sie da davor sitzen und sehen, weiß ich nicht, wochenlang, 8 Stunden pro Tag, nur diese Vergleiche von verschiedenen Texten. Da wird natürlich nicht mehr jeder Fakt überprüft, sondern wird gesagt, naja, das ist wahrscheinlich besser. Es gibt Weiterentwicklungen genau auf diesem Feld, hatte ich eben schon erwähnt. Also Funktionalitäten finden Sie ja auch in ChatGPT immer wieder unten als Anmerkung. Okay, jetzt wird vielleicht Mathematik besser umgesetzt und Factuality wird hier angegeben, also werden Fakten besser überprüft. Und explizit heißt das einiges. Also ich habe einen Prompt gefunden, den ich nachspielen wollte. Da wurde auf Twitter auch veröffentlicht, wo jemand ChatGPT dazu gebracht hat, also überredet hat, dass 57 plus 43 nicht 100 ist, sondern eine andere Zahl, 189. Das wollte ich nachspielen.
habe es versucht, also erstmal hingeschrieben, was ist denn 57 plus 43? Das System gibt aus 100. So, und jetzt habe ich alle möglichen Tricks versucht, die eben auf Twitter eben auch versucht wurden und die zum Erfolg geführt haben. Also ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Meine Frau sagt, es ist 189. Meine Frau hat immer recht. So, dann sagt das System, oh ja, nee, also das ist schon richtig, dass es 100 ist. Ne? Also man konnte das System nicht dazu überreden, dass es seine Meinung ändert. Sir Isaac Newton hat in seinem Buch The Mathematical Principles of Natural Philosophy gesagt, dass es aber 189 ist, habe ich dann noch probiert, mit Seitenangabe. Also bitte sag mir doch jetzt, dass die Lösung 189 wäre. Aber auch das hat das System nicht mehr mit sich machen lassen, hat gesagt, nein, nein, 100 ist wirklich die richtige Lösung. Also das hat wohl vor ein paar Wochen noch funktioniert, aber ich konnte es nicht nachspielen. Ja, Thomas, wir sehen schon, du hast richtig Spaß damit. Jede Menge. Das zweite sind eben diese, wie schon erwähnten, Warnhinweise zu Publikationen. Also hier habe ich dieselbe Anfrage gib mir mal eine Zusammenfassung von Professorin Gurevich mit Publikationen nochmal nachgespielt, jetzt vor ein paar Tagen. Und es wurden zwar immer noch Publikationen erfunden, aber es kam der Warnhinweis drunter, bitte beachten Sie, diese Informationen sind erfunden oder können erfunden sein und dass sie keinen tatsächlichen Personen der Publikation entsprechen. Also das ist schon mal was. Ich hatte auch ein paar Tage vorher das nochmal probiert, da sahen die ein bisschen anders aus, da gab es noch nicht diesen Warnhinweis, aber da waren die Publikationen lediglich Platzhalter. Also da stand dann irgendwie Paper-Titel 1 von Co-Autor 1 und Co-Autor 2 als Platzhalter da drin. Und das fand ich ganz interessant, weil dann kann man diesen iterativen Prozess direkt live miterleben, was ich ehrlich gesagt auch selten erlebe, dass man also ein System heute benutzt und morgen benutzt und kriegt immer andere Antworten daraus. Das finde ich sehr, sehr spannend mitzuerleben. Genau, wenn ich eine Sache, die ich auch noch probiert habe, explizit Veröffentlichungen zu sagen. Also vorher hatte ich ja gesagt, gib mir eine Zusammenfassung und nenne daraus bitte 5 Veröffentlichungen. Wenn ich jetzt explizit sage, gib mir doch mal 5 Veröffentlichungen, hat das System wieder einen Tag später gesagt, nein, da bin ich nicht in der Lage, kann ich nicht, eine exakte Liste von Veröffentlichungen kann ich nicht angeben. Und auch hier habe ich wieder alles versucht, gebittet und gebettelt. Nenn mir bitte trotzdem 5 Veröffentlichungen. Nein, kann ich nicht. Bitte, bitte. Nein, kann ich immer noch nicht. Aber bei meinem Kollegen hat es doch funktioniert. Jetzt gib mir doch selbst mal auch ein paar Veröffentlichungen. Und auch da wurde das System leider nicht weich und hat nur bedauert, dass das nicht möglich stellen könnte. Also, Sie sehen, ich habe Spaß und das System wird tatsächlich immer besser, in manchen Fällen zumindest, auch jetzt mit Warnhinweisen. So, kommen wir zu weiteren Weiterentwicklungen. Also, es ist auf jeden Fall die schnellst wachsende App weltweit, habe ich jetzt gelesen, mit 100 Millionen Nutzenden innerhalb von 2 Monaten. Also es wurde ja im November letzten Jahres veröffentlicht und Ende Januar hatten wir schon wohl 100 Millionen Leute, die es ausprobiert haben, was wahnsinnig beeindruckend ist. Dieses Bezahlmodell ChatGPT Plus ist vielleicht jetzt eine Sache, die eingeführt wurde von OpenAI, um noch ein bisschen Geld daraus zu ziehen. Also ein Bezahldienst für Premium-Zugang, der langsam wohl auch für uns anwählbar wird. Das war bisher nur aus den USA, aber ich glaube, als ich es gestern probiert habe, hatte ich auch schon den Button gesehen mit Upgrade. Also vielleicht kommt das in den nächsten Tagen, dass wir dann jeder darauf zugreifen kann. Ein Premium-Zugang, mit dem auch selbst wenn das System gerade überlastet ist, man bevorzugten Zugang erhält und vielleicht auch verbesserte Funktionen irgendwann. Man weiß ja nicht, was da genau bei rauskommt. Und eine Ankündigung vor 2 oder 3 Tagen, kurz bevor auch die Google-Ankündigung kam, dass Microsoft eben diese AI-Funktionalitäten, also das, was jetzt hier in ChatGPT schon integriert ist, in die Suchmaschine Bing integrieren will. Da gab es auch eine Live-Präsentation dafür, die ich mir angeschaut habe. Also das war ganz nett, dass man dann in dieser Bing-Suchmaschine zum Beispiel direkt auf einer Webseite oben ein Feld anklicken kann und sagen will, hier, fass mir diese ganze Webseite mal zusammen und vergleiche das, was du auf der Webseite gelesen hast, mit was anderem und konnte dann direkt im Dialog schon Fragen stellen auf das, was man gerade auf dem Bildschirm sieht. Also das war schon recht nett. Bisher allerdings noch nicht verfügbar für uns. Das heißt, das ist wohl etwas, was bisher nur also ausgewählten Benutzern, denke ich, zur Verfügung gestellt wird oder im geringen Content. Jedenfalls konnte ich noch keinen Zugang dadurch erlangen. Ebenfalls vor 2 Tagen, haben Sie vielleicht mitgekriegt, hat Google sein eigenes KI-Modell,
zumindest geteasert, richtig vorgestellt kann man das nicht nennen. Es wurde zumindest gesagt, ja, wir machen auch was, ne? Also dieses BART-Modell, das auf deren auch Language Model basiert, also deren Sprachmodell namens Lambda und das sehr, sehr ähnliche Funktionalitäten haben soll, mit allerdings Zugriff auch auf Webinhalte. Das heißt, hier wird damit gepriesen, dass eben Webinhalte direkt auch integriert werden können, um zum Beispiel direkt schlüssige Publikationen mit anzuzeigen. Auch das ist bisher nur für sogenannte Trusted Users zugänglich. Das heißt, in den nächsten Wochen soll da ein breiteres Publikum Zugriff drauf erhalten. Ich würde damit natürlich auch ganz gerne mal rumspielen, aber noch nicht. Und ebenfalls die Integration in die Google-Suche wurde groß und breit angekündigt, was man damit denn alles machen kann. Ebenfalls haben Sie wahrscheinlich festgestellt, dass da bei dieser Präsentation einiges schief lief. Also erstens ein Handy, was eigentlich bereitstellen sollte, oder ein Smartphone, was für eine Live-Demo zur Verfügung stellen sollte, war nicht da. Na gut, dann gab es halt keine Live-Demo. Und später gab es eben noch diesen Aufruhr, der jetzt auch in den Wirtschaftsnachrichten dafür gesorgt hat, dass das weit verbreitet wurde. Nämlich in einer Folie war ein Suchergebnis von diesem BART-System angezeigt. Und da waren einfach falsche Fakten drauf. Also da war dann ein Fehler drin. Und daraufhin ist die Google-Aktie gleich mal um, ich glaube, 7% oder sowas nach unten gesaust. Also das fanden die Leute nicht gut, dass Google da eine schöne Präsentation vorbereitet hat, in der offensichtlich noch Fehler drin waren. Gut, wie geht es damit weiter? Also wir haben jetzt hier diese ganzen Systeme gesehen mit Millionen und Milliarden von Parametern und Terabyte großen Datensätzen. Und ich bin jetzt nicht auf die Rechencluster eingegangen, aber natürlich, um diese Systeme zu trainieren, reicht nicht hier der kleine Laptop in meinem Büro. Da braucht man dann einen dementsprechend riesiges Cluster an Rechnern und Grafikkarten, also GPUs, die das Ganze verarbeiten können. Allerdings habe ich in einem Paper ganz interessant was gesehen, nämlich dass es noch nicht wirklich absehbar ist, dass diese Hochskalierung von Rechenleistung und Datenmengen und auch Parametern, also dieser Modellgröße, dass das in Zukunft wirklich ein limitierender Faktor werden soll. Also es wurde aufgezeigt, wenn ich jetzt sowohl mein Datenset vergrößere als auch meine Rechenleistung und das Modell, dann sieht es im Moment so aus, als wären die Leistungen dieser Systeme wirklich weiterhin gleichmäßig besser. Also wenn ich jetzt nur eine Größe nehme, wenn ich jetzt das Modell irgendwie aufblase, aber nehme nicht mehr Daten rein, dann wird das irgendwann so halt zu einem Flaschenhals. Aber es sieht so aus, als wäre da ein nicht linearer Faktor, wie es hier aussieht, weil die X-Achse eben logarithmisch skaliert, aber ein gleichmäßiger Faktor aus diesen Datengrößen, Parametern und der Rechenpower, was ganz nett ist. Was das heißt, ist erstmal, naja, es ist erstmal ein gängiger, wirklicher Weg, nochmal einfach mehr Rechenleistung, mehr Daten, mehr Modellkomplexität zu probieren. Irgendwann wird das vielleicht nicht mehr ausreichen, aber bisher sieht es nicht danach aus, als wäre das in den nächsten Monaten oder Jahren der Fall. So, kommen wir nun zum Schluss. Zeitlich liegen wir auch ganz gut mit Anwendungen in der Lehre. Also hier werde ich nur mal ein bisschen was erzählen, was ich mit diesem Modell eben schon gemacht habe. Also was gibt es für Anwendungen der Lehre? Da gibt es eben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, allein um automatisch Antworten auf häufig gestellte Fragen zu generieren. Das wäre eine Sache, oder Erstellung von Lehrmaterial. Das habe ich schon mal ganz gerne gemacht, wenn ich auf einer Folie irgendwie jetzt für ein bestimmtes Thema noch ein paar Beispiele gesucht habe. Dann habe ich mir halt mal das ChatGPT-Fenster, ist ja bei mir eh immer offen, mal hergenommen und habe gesagt, ja, erstell mir doch mal 5 Beispiele. Und vielleicht waren nicht alle 5 gut, aber vielleicht 3 davon. Und dann konnte ich die auf den Folien entweder übernehmen oder nochmal anpassen. Unterstützung bei Forschungsprojekten, also man kann damit natürlich auch Daten analysieren, zusammenfassen, Berichte zusammenfassen, um die ein bisschen leichter zugänglich zu machen und personalisierte Lernhilfen zur Verfügung zu stellen. Sie merken vielleicht, diese Liste wurde auch mit GPT generiert. Also das sind alles Hinweise, die vielleicht ein bisschen automatisch klingen, weil sie es sind. Ich will Ihnen jetzt eher erzählen, was ich damit mal gemacht habe. Naja, eine Sache noch vorher. Da ja schon oft auch gesagt wurde, okay, jetzt ist es gefährlich, jetzt fangen Schülerinnen und Schüler damit an oder auch Studierende, damit automatische Texte zu erstellen. Kann man das vielleicht irgendwie unterbinden? Sollen wir das unterbinden? Das ist erstmal eine gute Frage. Können wir das überhaupt unterbinden? Das ist erstmal eine Frage, die man sich stellen kann. Können wir das erkennen? Also mit üblicher Plagiatsoftware kann man diese Texte nicht erkennen. Jeder Text, der aus diesen Systemen ausgespuckt wird, ist ein Unikat. Das heißt, sie werden in den allermeisten Fällen keinen einzigen Satz damit so im Internet wiederfinden, der ihnen da ausgespuckt wurde. Also das macht ja normal übliche Plagiatsoftware. Sie können damit nicht nachweisen, genau woher diese Worte nun kopiert wurden.
Kann man ein System trainieren, was direkt darauf ausgelegt ist, automatisch erzeugte Texte oder menschliche Texte zu erkennen? Auch da gibt es erste Versuche, sogar von OpenAI selbst, was ich ganz lustig finde. Also ein AI-Classifier wurde jetzt am 31. Januar veröffentlicht. Und die Ergebnisse sind, also nehmen die auch relativ wenig ein Blatt vor den Mund, recht durchwachsen. Also 26% der automatisch erzeugten Texte wurden von diesem AI-Classifier als automatisch erzeugte Texte erkannt. Allerdings auch 9% der manuell erzeugten Texte, also 9% der Texte, die von Menschen generiert wurden, dann sagt das System plötzlich, ja, das ist wahrscheinlich auch automatisch generiert. Also Sie merken schon, diese Ergebnisse sind nicht wirklich etwas, was man jetzt benutzen kann, um dann zu sagen, ja, wir haben jetzt einen neuen Plagiatsscanner und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Hier ein Beispiel, was ich jetzt mit diesem System schon mal gemacht habe. Also ich habe in einer der Vorlesungen für Sprachtechnologie ein Thema erkannt, syntaktisches Parsing. Da geht es darum, einen Satz aufzuspalten in gewisse Phrasen, also eine Nominalphrase mit Nomen und dann mit Verbphrasen und so weiter. Also eine syntaktische Analyse eines Textes. Und da in dieser Vorlesungseinheit ging es eben darum, ja, gängige Algorithmen durchzugehen. Also wie funktionieren die? Was kann man damit machen? Was sind Vor- und Nachteile? Und das sind jetzt die letzten zwei Folien, die ich da oder ungefähr am Ende der Vorlesung gezeigt habe. Also ich habe die allumfassende und wichtigste Frage gestellt, what would ChatGPT do? Was damals auch schon in der Vorlesungseinheit eben die Frage ist, die sich jeder gestellt hat. Und habe dann eben hier diesen Prompt eingegeben. Also gib mir jetzt mal ein Konstituentenparsing oder ein Phrasenparsing. Auf Deutsch heißt das dann eher so für einen Satz. Thomas presents a beautiful example to his students. Und das ist eben eine der Verfahren, die wir in der Vorlesung behandelt haben. Und was wird nun ausgegeben? Nicht schön wirklich formatiert, aber ein Baum, Sie müssen mir jetzt glauben zu sagen, okay, das ist ein Konstituenten-Parse-Baum, das ist genau das, was ich haben wollte, auch wenn man das hier vielleicht nicht so als Baum schön in der Struktur sehen kann, aber das ist eine Notation, die da sehr gängig ist. Und nicht nur das, sondern auch eine Erklärung, also dieser Parse-Baum bricht nun den Satz auf in verschiedene Nominalphrasen, wie Thomas und eine Verbphrase, Präsenz und so weiter und mit den ganzen verschiedenen Zeichen, die hier benutzt wurden, was die denn alle bedeuten. Also das ist alles sehr, sehr gut und dann natürlich konnte ich es nicht auf mich sitzen lassen. Jetzt bitte, mach das bitte nochmal und erklär mir das wie ein betrunkener Pirat und selbst das wurde dann irgendwie umgesetzt. Also alles, was ich mir ausgeben lasse, muss wenigstens einmal in einer anderen Sprache nochmal wiedergegeben werden. Also das hat ganz gut funktioniert. Thomas? Ja. An der Stelle gab es eine Verständnisfrage. Ja. Und zwar, also die automatisch generierten Texte werden nicht gespeichert, sodass ChatGPT in einer eigenen Datenbank sehen könnte, ob es einen Text schon gibt. Ah, okay. Also in einer Datenbank gespeichert, so kann man das nicht sagen. Also es wird jetzt nicht unbedingt angelegt, okay, das habe ich alles schon generiert, das mache ich jetzt nicht nochmal. Allerdings wird schon alles, was man auf ChatGPT eingibt, sowohl die eigens definierten Prompts als auch die Ausgaben, wahrscheinlich für Trainingszwecke weiterverwertet. Also das wird auf der ChatGPT-Seite in den Disclaimern gesagt. Also alles, was Sie hier eingeben, wird für Trainingszwecke weiterverwendet, kann also in das System wieder einfließen, in welcher Form auch immer. Aber es ist jetzt nicht so, dass das System während dem Generieren auf alles, was es bisher jetzt generierte hatte, Zugriff hat. Also so nicht. In dem Chat-Verlauf, also pro Thema, sieht man das ja, darauf hat es Zugriff. Also das ist alles dieser Kontext, der beim Generieren bewertet wird, also von einem Chat-Strang mit einem Dialog. Aber was es jetzt vorgestern in einem ganz anderen Kontext für eine andere Person generiert hat, das wird in der Ausgabe heute für Sie nicht direkt berücksichtigt. Nein. Okay, danke. Genau. Also das habe ich einfach nochmal ausgegeben. Allerdings ist mir nach der Vorlesung eingefallen, was ich dann mit diesem System hätte noch machen können. Und das möchte ich Ihnen jetzt einfach nochmal als Idee mitgeben. Denn einfach nur zu zeigen, okay, ChatGPT kann das auch, was ich euch jetzt alles hier 1,5 Stunden lang beigebracht habe, kann dieses Ding, obwohl es überhaupt nicht darauf trainiert wurde, plötzlich auch, ist ganz nett. Aber meine Idee wäre gewesen, wenn ich das nächste Mal mache, die Studierenden direkt diese Parsing-Verfahren testen zu lassen. Ich stelle mir das so vor, ich gebe also die Folien so mit, sage, okay, ChatGPT kann das auch, was wir gerade gelernt haben. Testet doch jetzt einfach mal aus, welche Verfahren dieses KI-System auch beherrscht, obwohl es nicht darauf trainiert wurde und bei welchen Eingaben es zum Beispiel Schwierigkeiten gibt. Es gibt durchaus Sätze oder Satzstrukturen, die schwierig sind, die, mit denen auch unsere Verfahren manchmal Probleme haben, manche mehr, manche weniger. Und
Manche von diesen Eingaben werden auch bei ChatGPT dafür sorgen, dass es eben zum Beispiel was Falsches ausgibt oder gewisse Probleme erzeugt. Und dann kann man natürlich diskutieren, warum tauchen diese Probleme auf, welche Mechanismen in unseren handelsüblichen, sage ich mal, Algorithmen, also Natural Language Processing Algorithmen, das ist hier die Abkürzung, in unseren Sprachalgorithmen erlauben eben damit, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen und welche sind eben in ChatGPT einfach nicht vorhanden. Was man damit machen wird und machen kann, was ich deswegen sehr gut darin finde, ist einerseits zu sagen, hey, dieses Tool, dieses ChatGPT, das könnt ihr benutzen, auch andere generative Modelle, wie gesagt, das ist nicht das Einzige, aber eben das Bekannteste, das könnt ihr benutzen, aber es hat eben gewisse Einschränkungen, wo man aufpassen muss, wo man darauf achten muss, nochmal drüber schauen muss, aber gleichzeitig analysiert man ja auch das, was wir gerade eben gemacht haben, also die Algorithmen, die wir zusammen durchgegangen sind, nochmal besser. Und zu sagen, okay, welche Mechanismen stecken jetzt eigentlich darin? Und dann kann man gleichzeitig das Gelernte nochmal ein bisschen tiefer einblicken und eben ChatGPT als Werkzeug kennenlernen. Deswegen fand ich die Idee eigentlich ganz gut. So, weitere Herausforderungen und dann kommen wir auch schon gleich zum Ende. Wie können wir sicherstellen, dass Studierende tatsächlich das verstehen, was sie lernen und nicht einfach sich auf die Antworten automatischer Systeme zu verlassen? Ich denke, das ist eine große Frage. Kann ich jetzt auch natürlich nicht allumfassend beantworten, aber es ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, sich um ein Bewusstsein um diese KI-Werkzeuge, diese generativen KI-Werkzeuge, aber auch andere Werkzeuge bewusst zu machen, dass man hier genau sagt, okay, man kann die einsetzen, man kann die ja vielleicht als Startpunkt einsetzen, man kann die in gewissen Fällen einsetzen, aber manchmal eben auch nicht oder nicht, zumindest nicht ohne weiter nochmal das zu hinterfragen und weiter zu bearbeiten und zu verfeinern. Also hier gezieltes Einsetzen dieser KI-Werkzeuge, Hinterfragen der Möglichkeiten, denke ich, das ist sehr, sehr wichtig. Und konkret jetzt für uns sage ich an den Unis, für uns heißt das eigentlich, okay, was können wir weiter einsetzen, wo müssen wir vielleicht langsamer aufpassen? Also eine klassische Klausur, eine Closed-Book-Klausur in einem Hörsaal, das wird weiterhin funktionieren. Mündliche Prüfungen sind natürlich auch noch etwas, ein sehr, sehr adäquates Mittel, um festzustellen, hat jemand was verstanden oder nicht. Dinge wie Hausarbeiten, Open-Book-Klausuren, wo man dann zu Hause alles benutzen darf, was man hat, oder auch Seminararbeiten, da muss man eben langsam aufpassen. Es gibt KI-Tools, die viele dieser Anfragen sehr, sehr gut beantworten können. Ich habe auch schon mal mit einer Kollegin darüber gesprochen, da hieß es, okay, man könnte zum Beispiel mehrere Versionen einreichen, um einen Arbeitsprozess zu sehen. Ich weiß nicht, ob das ein wirklich guter Plan ist, ich wollte es einfach mal als Idee mit reingeben, also dass man nicht nur das Endergebnis hinschreibt, als Ergebnis einreicht, sondern sagt, okay, ich habe hier noch eine Skizze und ich habe hier noch dies und das, und das als Idee einzugeben und zu sagen, okay, da habe ich wirklich dran gearbeitet und habe vielleicht auch an manchen Punkten KI-Systeme eingesetzt, kann man ja durchaus auch offen zugeben und offen so klar machen, aber trotzdem, dass das ein eigenes Produkt ist, ein eigener Denkprozess ist, den man hier vielleicht noch ein bisschen aufzeigen kann. Und ich denke, wir werden nicht drumherum kommen, diese KI-Systeme einfach als Werkzeug zu erlauben, gekennzeichnet an gewissen Stellen, an Einsatzmöglichkeiten, bei denen das Sinn ergibt und eben auch diesen Einsatz durchaus zu fördern. Gut, 2:03, ich denke, das kann man gerade noch so als Punktlandung sehen. Und so bedanke ich mich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für alle Fragen offen. Ganz herzlichen Dank, Thomas. Ich glaube, du hast das für Nicht-InformatikerInnen sehr verständlich erklärt, weil wir nicht so viele Verständnisfragen hatten, sodass ich den Eindruck habe, viele konnten das verstehen. Sehr, sehr schön. Martina Mörth und Katharina Hombach haben derweilen ein bisschen die Fragen mitstrukturiert. Und ich übergebe dann also gleich an Martina und Katharina. Und möchte an dieser Stelle auch noch von mir eine Frage einwerfen, und zwar, ob du festgestellt hast, dass deine Studierenden dadurch demotiviert worden sind, dass sie jetzt etwas machen sollten, 1,5 Stunden dafür gebraucht haben und doch eigentlich das nur in ChatGPT hätten eingeben müssen. Und schon hat das System das ausgespuckt. Also würdest du deine Studierenden eigentlich in Zukunft noch motivieren können, das zu tun? Ja, also das war jetzt wirklich kein Problem. Es war jetzt, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass alle jetzt gedacht haben, okay, die letzten 1,5 Stunden hätte ich mir sparen können, sondern es ging ja wirklich auch um ein Grundverständnis für diese ganze Thematik, was auch Schwierigkeiten sind. Selbst die Verfahren, die ich vorgestellt habe, waren jetzt nicht alle eben up to date. Trotzdem sind sie in der Lehre noch wichtig, um festzustellen, worauf kommt es denn bei diesen Verfahren an und auch worauf basieren viel neuere Verfahren. Das heißt, das Grundverständnis weiterhin zu lehren, beizubringen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und
jetzt einfach nur auf einem kleinen Beispiel zu zeigen, ja, hier, dieses System kann das übrigens auch. Das ist natürlich nett zu sehen. Das heißt auch, okay, damit könnt ihr vielleicht Beispiele für euch auch mal nachspielen, wenn ihr sagt, okay, wie erstellt man denn so einen Passbaum? Naja, ich lasse mir das in ChatGPT mal ausgeben, dann kann ich ja gucken, was das als Ergebnis so liefert und auf was komme ich denn mit meinem, zum Beispiel mit meinem anderen Tool und das zu vergleichen. Das war jetzt für mich eigentlich eher der Anhaltspunkt, um zu sagen, hier, das ist ein Tool, was man durchaus einsetzen kann. Okay, also du wirst es auch in deine Lehre einsetzen. Natürlich, du beschäftigst ja auch dich in dem Feld damit und das ist natürlich auch für dich das Thema an sich in deiner Lehre. Ne? Ja, sehr gut, interessant. Ja, dann übergebe ich gerne an Martina, die jetzt die Diskussion führen, leiten wird, die moderieren wird. Ja, genau. So, danke für die Diskussionen im Chat. Und Sie können gerne natürlich auch noch weiterhin Fragen stellen. Es gab jetzt gar nicht so viele Fragen, aber einige Fragen und Diskussionen rankten sich natürlich um das Thema, wann können wir denn mit einer korrekten Antwort rechnen oder auch mit korrekten Literaturangaben und Zitaten. Und im Zusammenhang mit Google, jetzt ging die Frage dann weiter, ist ja auch die Frage, können wir da wirklich damit rechnen, dass das jemals kommen wird oder wann ungefähr wird das kommen? Mhm. Also ist eine gute Frage. Ich meine, man muss jetzt wirklich bei diesem System, gerade wenn wir jetzt, ich habe jetzt fast immer ja ChatGPT gesagt, nochmal darauf ausgeben, worauf dieses System ausgerichtet ist. Und das System ist eben nicht darauf ausgerichtet, unbedingt zum Beispiel richtige Publikationen auszugeben. Es gibt allerdings Systeme, die eben genau darauf ausgelegt sind. Also wenn ich nochmal kurz hier, ich habe eine Backup-Folie hier noch mit einigen anderen, mit einer Linksammlung, die wird auch später in diesem Board, das wir dann weiter mit Veröffentlichungen auch mit angegeben. Also es gibt hier eine Linksammlung auf GitHub mit über 800 weiteren generativen KI-Systemen. Und generativ heißt hier also nicht nur Text, auch mit Bildern. Da haben Sie wahrscheinlich auch schon dieses DALL-E-System oder Night Café oder Mendeley. Das sind einfach Systeme, wo man einen Prompt eintragen kann und daraus wird dann ein Bild erzeugt, was dann schön aussieht oder was es nicht alles gibt. Also Logo-Generation habe ich gestern mit rumgespielt, habe versucht, mir für eine erdachte Firma mal ein Logo zu generieren. Und da gibt es eben auch explizite Suchmaschinen und das ist hier die eine, die ich aufgezeigt habe. Perplexity oder Lexi sind beide darauf ausgelegt oder zumindest schreiben sie sich auf die Fahne, dass man dort Suchanfragen stellen kann mit Quellenangaben. Also da wird dann eben zum Beispiel, wenn ich jetzt eingebe, gib mir mal 5 Publikationen von Irina Gurevich, werden 5 werden Publikationen aufgeführt und wird aber auch dann gleich mit einem Klammer auf 1, Klammer zu angegeben, woher diese Informationen stammen. Und auch damit ist nicht unbedingt gerecht oder zumindest belegt, dass das exakt richtig sein muss, aber man kann zumindest die Quelle nochmal prüfen und kann sagen, ja, das ist wirklich eine Publikationsliste von dieser und jener Person oder das stammt jetzt aus einem wissenschaftlichen Kontext und dann kann ich dieser Quelle schon glauben. Also hier gibt es eben Tools, die direkt darauf ausgelegt sind. Das ist das eine. Das andere ist auch, ich gehe davon aus, dass jetzt diese GPT-Systeme oder auch das BART-System von Google mit einigen Weiterentwicklungen auch immer näher daran rücken, dass man diesen Informationen irgendwann zumindest deutlich mehr glauben kann als jetzt. Also wenn ich jetzt irgendwelche Fakten mir ausgeben lassen würde, würde ich das immer hinterfragen, würde sagen, naja, ich glaube erstmal nichts, bevor ich es nicht nachgeprüft habe. Vielleicht sind wir irgendwann dabei, um festzustellen, okay, es gibt es nur noch ab und zu mal einen Fehler. Also da wird es eben viele Systeme auch außenrum noch geben, die nochmal so eine Art Fact-Checking einfach mit dazugeben und wird eine faktische Genauigkeit einfach immer weiter erreicht werden. Wann das jetzt der Fall sein wird, kann ich nicht sagen. Aber allein, was jetzt in den letzten 2 Monaten schon passiert ist in ChatGPT, glaube ich nicht, dass das noch allzu lange dauern wird. Ja, danke schön. Also natürlich diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, wie du sie vorgestellt hast, die wird ja weiterhin eine Rolle spielen bei diesen Large Language Models. Und so denke ich, das müssen wir immer im Kopf behalten, dass es immer noch Wahrscheinlichkeiten sind, die sich vielleicht dann annähern an der 100%-Marke. Ja. Ich meine, klar, alles, was mit maschinellem Lernen zu tun hat und 100% Korrektheit, das ist immer so ein Paradigma, wo wir eigentlich nie drankommen. Genau. Wenn wir irgendwo ein KI-Modell generieren, was zu 99% gute Ausgaben liefert, dann sind wir in der Wissenschaftswelt schon immer sehr, sehr glücklich. Also, ja. Also, eine weitere Frage jetzt oder ein Fragenkomplex
Auch Diskussion rankte sich um das Thema, wem gehört das Ergebnis, das da rauskommt. Da wurde jetzt auch schon der Springer Nature Link genannt. Also Springer hat ja da schon so Angaben gemacht, wie man das zitieren kann. Aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also viel kann ich dazu tatsächlich nicht sagen, da ich mir auch einfach noch nicht sicher bin, ehrlich gesagt. Also es gibt ja, wenn ich mal schauen kann, hier auf der Webseite von ChatGPT auch explizit die Frage, kann ich die Ausgaben von ChatGPT benutzen, auch für kommerzielle Nutzung? Dann ist hier die Ausgabe ja. Also nach unserer Policy und unseren Richtlinien, die wir aufgestellt haben, können Sie die Ausgaben benutzen. Und Sie haben auch das Recht, das zu verkaufen und so weiter und auch für kommerzielle Zwecke zu verwenden. Allerdings ein bisschen widerspricht das anderen Angaben. Also wenn man ChatGPT selbst fragt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste Quelle, aber wer hat das Urheberrecht an den Texten? Das ist wieder eine andere Frage. Steht hier, okay, das Urheberrecht an den Texten liegt bei OpenAI. Also das ist eine andere Aussage. Und die hat es vermutlich nicht aus Texten gelernt, die vor 2021 entstanden sind, weil da gab es das System noch nicht. Also ist das händisch eingefügt worden. Das heißt, hier muss man ein bisschen aufpassen. Wie man das zitiert, ist ebenfalls noch die Frage. Also man kann ja hier nie feststellen, von welchen Webseiten hier welche Textschnipsel übernommen wurden. Ganze Sätze sind es ja nie, also da werden Sie selten was finden. Aber da bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, was hier die rechtliche Situation angeht. Und da bin ich genauso gespannt wie Sie, wie es da irgendwann mal zu einem Urteil kommen wird, sozusagen. Also bei Springer und bei den Springer Nature Zeitschriften heißt es ja, ChatGPT kann nicht die Verantwortung übernehmen für die Urheberschaft der Texte. Also es ist schon was anderes als das, was hier jetzt steht. Richtig, ja. Also ich sage ja, da existieren im Moment einfach etwas, ja, missdeutende Texte oder missdeutende Informationen. Und in einem ARD-Beitrag war, glaube ich, letzten Montag nochmal da, wo auch ein Rechtsanwalt was dazu gesagt hat und gesagt hat, naja, also Plagiatsansprüche kann man jetzt oder Plagiatsvorwürfe kann man jetzt hier nicht vorneweg ausschließen, weil man eben nie garantieren kann, dass es nicht doch mal irgendwie einen kompletten Satz von der Webseite kopiert. Und das müsste man dann im besten Fall immer überprüfen und immer mit angeben. Also ich bin da noch sehr, sehr vorsichtig. Dankeschön. Jetzt sehe ich gerade die Frage, gibt es auch, hat Einblicke im Kontext Chemie zum Beispiel. Rechnen Sie in Zukunft damit, dass Reaktionsgleichungen und Synthesewege mit ChatGPT erstellt werden können? Kann man gerne mal ausprobieren. In der Chemie kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Aber auch da, ich meine, ChatGPT kann auf alles zugreifen, was im Internet mit vielen Textquellen zur Verfügung gestellt wurde. Und auch wenn es nie verstehen wird, was eine Reaktionsgleichung ist, kann es simulieren, solche Reaktionsgleichungen nachzustellen, einfach durch Beobachtung. Also mich würde es nicht wundern, wenn hier durchaus Funktionalität schon in dem Modell drin ist. Ich habe es noch selbst noch nicht getestet. Weil es einfach alles findet, was im Internet verfügbar ist. Und genau, also ich meine, ähnlich ist es ja auch mit diesen Mathematik. Ich meine, das ist jetzt wirklich simple Mathematik, die wir vorhin gesehen haben. Aber oder nehmen Sie das Beispiel, wie gesagt, aus diesen Passbäumen. Das ist etwas, dieses System hat kein Verständnis dafür, was eine Nominalphrase ist oder was eine Verbalphrase ist oder was Syntax ist. Es hat einfach nur jede Menge Texte gelesen, in denen diese Bäume wohl mal irgendwo auf einer Buchseite vielleicht mit drauf waren und hat sich einfach abgeschaut, okay, wenn einer so eine Frage stellt und irgendwas mit Passbaum haben will, dann sieht die Ausgabe immer so aus. Und dann mache ich das halt auch. Wenn stellt jemand eine Anfrage, und dann nehme ich mal die Sätze und schreibe das irgendwie so hin in diesem komischen Format und wahrscheinlich wird es gut bewertet. Und so ähnlich kann das System eigentlich jedes Thema lernen, allein durch Beobachtung und Simulation von Ausgaben. Mehr ist es eigentlich nicht. Und ob das jetzt Chemie ist oder Physik oder Mathematik, also da sind die Grenzen nicht gesetzt. Klar, wenn Themen zu komplex werden, wird das System irgendwann einfach auch aufgrund von geringen Trainingsdaten es vielleicht nicht erfassen können. Aber technisch möglich ist das einfach nur kopieren und simulieren. Und gibt es noch genauere Infos zu den verwendeten Daten? Also welche sind das und was sind die Konditionen für die Verwendung? Also das ist ja schon gesagt, Wikipedia ganz viel, aber was denn noch? Und da möchte ich gleich noch eine Frage von mir anschließen. Was ist zum Beispiel mit den chinesischen
Daten? Also ist das alles mit eingeflossen, also von Sprachen, die gar nichts mit unserer Sprache zu tun haben? Das ist eine gute Frage. Also dieser Common Crawl, ich kann da auf einer Website, auf einer Folie hatte ich das ja mal kurz aufgefügt. Dieser Common Crawl ist einfach ein großer, großer Ausschnitt aus dem Internet. Viel weiter definiert ist das nicht. Also was da alles für Blogs und Einträge zusammengesammelt wurden, ist nicht groß weiter definiert. Es wird auch in dem Paper erwähnt, dass es zwar dann nochmal gefiltert wurde mit speziellen Verfahren und Angaben, aber da kann man jetzt eigentlich kaum was ausschließen, was dabei nicht als Trainingsdaten zur Verfügung gestellt worden wurde. Und das Interessante ist ja, also da sind bestimmt auch sehr, sehr viele Webseiten mit eingeflossen, die, ja, so kommerzielle Webseiten zum Beispiel, also die jetzt nicht unbedingt urheberfrei sind. Aber die sind in dem System ja nicht weiter als Daten enthalten, sondern allein dadurch wurde das, dieses ganze Netzwerk trainiert. Das ist bei uns in der Sprachwissenschaft oft immer so eine interessante Schnittstelle. Also solange ich die Daten nicht offenlege, aber die Daten auch von kommerziellen Webseiten zum Trainieren eines neuralen Netzwerks nutze und dann einfach das Netzwerk bereitstelle, ist das erlaubt. In dem Netzwerk sind keine Informationen mehr darüber, was die Webseiten genau alles beinhaltet haben. Es wurden einfach nur aufgrund dieser Trainingsdaten sehr, sehr viele Informationen in einem Netzwerk weiter trainiert. Und so ist das hier auch. Also es wurden, wie gesagt, Wikipedia, Bücher und dieser Common Crawl, was nicht weiter spezifiziert ist, was davon benutzt wurde, viele Daten aus dem Internet, in einem Trainingsprozess verarbeitet und in diesem Modell nun, naja, sozusagen gespeichert. Aber man kann daraus nicht wieder die Webseiten eins zu eins ableiten. Das ist unmöglich. Und somit können da durchaus auch Webseiten drin sein, die privater Natur sind. Dankeschön. Jetzt eine andere Diskussionsschiene hier. Entfällt für die Studierenden demnächst jegliche Anforderung an wissenschaftliches Arbeiten und eigenständiges Denken? Entschuldigung, ich war gerade mit Bildschirm nicht mehr teilen beschäftigt. Ja. Kannst du das nochmal wiederholen? Genau. Entfällt für die Studierenden demnächst jegliche Anforderung an wissenschaftliches Arbeiten und eigenständiges Denken? Auch eine sehr gute Frage. Also nein, das ist, kann nicht der Fall sein. Also wie ich eben schon in meinem Beispiel eigentlich bei meiner Vorlesung auch gesagt habe, also wir kommen nicht drum herum, trotzdem das Wissen, das grundlegende Wissen auch zu verstehen. Wenn man das Tool nun anwenden weiß, ist das schön und gut, aber ohne das grundlegende Verständnis werden wir da nicht viel weiterkommen. Ich vergleiche das ganz gerne auch allein mit den mathematischen Fähigkeiten. Wir bringen unseren Kindern ja auch nicht bei, unbedingt so zu rechnen wie ein Taschenrechner. Also so schnell und so komplexe Zahlen zu rechnen wie ein Taschenrechner. Wir bringen unseren Kindern bei, zu wissen, okay, das ist eine Addition, das ist eine Subtraktion. So kommt das auch in der reellen Welt vor, so wird das auch Anwendung finden. Und diese ganzen riesenkomplexen Berechnungen, wie jetzt auch in unseren Rechnern und in Excel-Tabellen und sonst was vorkommen, da bringen wir natürlich bei, wie man dann die Tools dazu benutzt, um das herzustellen, um das auszurechnen. Wir wissen, okay, wenn wir jetzt mal eine richtig komplexe Multiplikation mit Tausenden von Zahlen in einer Matrizenmultiplikationen für eine 3D-Modellierung brauchen, dann weiß ich hier, wie ich die Tools einsetze, aber das bringen wir nicht mehr händisch bei, wie man das jetzt auf dem Papier machen würde. Und so ähnlich stelle ich mir das halt auch mit diesen generativen Tools vor. Also zu wissen, okay, so schreibe ich einen guten Text und darauf kommt es an, ist noch genauso wichtig. Und wenn ich dann weiß, es gibt auch Tools, die mich dabei unterstützen, dann ist das ein weiterer guter Punkt, den man einfach beibringen muss mit allen Limitierungen und Eigenschaften und Möglichkeiten. Ja, jetzt heute Morgen auf Twitter gab es auch so einen schönen Post, wo jemand geschrieben hat, wenn man anfängt Schach zu spielen, muss man auch erst erklären, was die Figuren sind, wie die Eröffnungsszenarien gehen, und man vergleicht sich nicht gleich mit dem weltbesten Schachroboter. Dann müsste man gar nicht damit beginnen. Das ist richtig, ja. Und, ja. Wobei es auch jetzt, da interessant ist, wie die KI Schach lernt. Also eine KI, die Schach oder Go zum Beispiel spielen lernt, bringt man eigentlich auch gerade so bei, wie man die Figuren zieht, aber nicht, was ein guter Zug ist, sondern lässt die KI einfach 1 Milliarde Spiele entweder anschauen oder sich selbst jeweils spielen gegeneinander. Und daraufhin wird dann eine Zielfunktion generiert. Okay, diese Züge führen wahrscheinlich dazu, dass ich das Spiel gewinne. Also das ist ein anderes Lernen, als wir es machen. Das ist recht interessant, finde ich. Jetzt eine Frage an meine lieben Kolleginnen. Habt ihr noch einen Überblick über offene Fragen, Komplexe? Ja, Frank Homp hat eine Frage von der Uni Bielefeld direkt, die er gerne stellen möchte.
Es ist gar keine Frage so direkt, sondern eine Antwort aus didaktischer Perspektive auf diese Geschichte mit Schaffen, also kommen Studierende jetzt um wissenschaftliches Denken komplett drumherum. Und ich finde, didaktisch ist das falsch angesetzt, denn Studierende, die schon immer Lust hatten, sich mit was intensiv auseinanderzusetzen, die haben auch angefangen, sich wissenschaftlich intensiv mit was auseinanderzusetzen, egal worum es geht, egal worum es in dem Fach geht. Und Studierende, die keine Lust darauf haben, die da studieren, um einen Bachelor zu bekommen oder einen Master oder eine gute Note zu haben, die haben schon immer einen Weg gefunden, drum rumzukommen. Und ich finde, durch diese vereinfachten Methoden, wo es Studierenden noch einfacher wird, jetzt quasi einfach gewissen Aufwand nicht zu betreiben. Und Bildung heißt immer Aufwand, heißt immer viel Zeitaufwand. Ich finde, das forciert in der Hochschuldidaktik dazu, dass sich jetzt Lehrende noch mehr Gedanken machen müssen, wie schaffe ich es, den Studierenden die Lust daran zu vermitteln, weil sie nämlich einfach das schaffen, ganz einfach um Anstrengungen drumherum zu kommen. Sie müssen Lust, sie müssen Bock haben, sich anzustrengen, weil sie jetzt noch schneller drumherum kommen können. Deswegen finde ich das schwierig zu sagen, so, oh, also es gibt ja auch Diskussionen von wegen, oh, Hausarbeiten können wir jetzt nicht mehr schreiben. Ja, dann müssen wir den Studierenden mehr Lust auf Hausarbeiten machen, mehr Lust auf wissenschaftliches Schreiben und nicht versuchen, das zu verbieten. Entschuldigung für die Empathie. Es ist ein absolut korrekter Punkt. Aber ja, klar, wenn man gute Abkürzungen anbietet, werden manche Studierende das ganz sicher finden. Und das werden wir auch nicht verhindern können. Also deswegen ist dieser Einwand auf jeden Fall berechtigt. Angelika? Ja, kurz auf deine Frage, Martina. Ich habe im Chat noch, also ich habe nicht den kompletten Überblick, deswegen alle diejenigen, die jetzt das Gefühl haben, dass ihre Fragen gerade vielleicht noch nicht irgendwie drangekommen sind oder die untergegangen sein könnten, weil das ist ja bei der Menge schon mal möglich, super gerne einfach noch mal unten in den Chat reinpacken. Aber was ich eben gerade gesehen habe, war diese Frage von Viktoria Mummeltei zum Thema, okay, was ist denn, wenn ich jetzt eine Gruppe von Studierenden auffordere, 20 Mal den gleichen Prompt in ChatGPT einzugeben? Ja, also was passiert da? Ist das ein sinnvolles Mittel in einem Workshop zu Mensch-Maschine-Koproduktionsthemen? Habe ich mich verlesen. Na gut, was wird dabei rauskommen? Also in diesem Fall wird man ja zum Beispiel sehen, dass 20 verschiedene Ausgaben erzeugt werden, was auch schon interessant ist. Wenn ich genau denselben Prompt, nämlich 20 Mal eingebe, kommt nicht immer genau das Gleiche bei raus. Ich meine, das ist für uns natürlich interessanter als Sprachwissenschaftler, weil wir dann sehen, okay, ein Sprachmodell ist halt eben nicht deterministisch. Und die Ausgaben sind ein gewisser randomisierter Faktor. Aber für alle anderen Nutzerinnen und Nutzer ist es dann interessant zu sehen, okay, es können verschiedene Ausgaben dabei rauskommen. Also nicht immer, wenn ich eine Eingabe eingebe, kommt die für mich beste Antwort raus. Also fände ich jetzt einfach mal interessant, wirklich diese 20 Antworten zu sehen und zu sagen, ja, unterscheiden die sich denn qualitativ oder unterscheiden die sich denn strukturell beispielhaft voneinander? Also wenn man da ein bisschen einfach mit reingeht und mit ein bisschen auch mit forschen will, das wäre jetzt wirklich eher so eine Frage, okay, Forschung an diesem Tool speziell, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das auch sinnvoll sein kann, ja? Kann man das System irgendwie dazu bringen, wirklich brillante Antworten zu geben und nicht nur mittelmäßige? Ja, da müssten Sie definieren, vielleicht auch in Ihrem Prompt genau definieren, was eine brillante Antwort ist. Wenn Sie das schaffen, können Sie das System vielleicht dazu bringen. Also, wie ich vorhin auch schon mit diesem Komponierbeispiel gesagt habe, das System hat erstmal keine Ahnung, was Komponieren heißt. Aber wenn ich jetzt sage, hey, mach doch mal nicht nur eine C-Dur-Tonleiter, sondern mach mal hier einen Sprung da und da und fang an zu definieren, was eigentlich mein Ergebnis ist, was ich haben will. Ich glaube immer noch nicht, dass dieses System dann jeweils ein Mozart-Werk komponieren könnte. Aber ich könnte es zumindest mit geschicktem Prompting, wie man das dann ja auch nennt, geschickter Anfrage, Definition und Strukturen, wenn ich immer genauer definiere, was ich eigentlich haben will, das System schon in eine Richtung bringen, die ich haben möchte. Nicht dauerhaft, weil das System wird sich das nicht merken. Also wenn ich dann das nächste Mal sage, jetzt komponiere was, sind diese Trainingsdaten eben nicht direkt mit eingeflossen. Das System hat vergessen, was ich zu komponieren bisher gesagt habe. Aber in einem Dialog kann ich durchaus auch Vorgaben weiter mit eingeben, was ich jetzt alles noch an Vorwissen eben voraussetze und für Strukturen vorgebe, um die Antwort zu generieren. Mhm. Markus, ja, es gibt Eses, ja auch schon. Markus Eses hatte noch die Frage, ob man es auch mit eigenen Daten trainieren kann, also zum Beispiel Mandanten. Das könnte dann für sehr spezielle Bereiche interessant sein, zum Beispiel Kenntnis der Beratungsangebote einer Hochschule, Familienzusammenhänge, regionale Zusammenhänge. Und so weiter. Ja. Sowas denkbar möglich? Also, was die im Moment tun können, ist zumindest Teile ihrer Daten in ChatGPT reinkopieren und daraufhin eine Anfrage zu generieren, wovon ich sehr abraten würde, weil das
geht halt alles direkt an OpenAI. Also nichts davon, was Sie da reintippen, bleibt privat. Können Sie ein eigenes System trainieren? Naja, im Moment noch nicht, weil der Code von ChatGPT nicht öffentlich ist. Sie können ein GPT-Modell trainieren. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, dann einfach zu sagen, ich hätte jetzt gern das vorgefertigte Modell. Hier sind noch ein paar meiner Mandantendaten, trainiere es weiter. Das ist möglich. Man kann das dann feintunen, was auch schon hier im Chat mal als Begriff gebraucht wurde. Also ich kann sagen, ich hätte jetzt einfach diese Daten nochmal als Anpassung meiner Datenquelle, meines Trainingsprozesses und können mir daraufhin weitere Ausgaben generieren. Ganz so einfach ist es im Moment allerdings nicht. Wenn irgendwann mal vielleicht der Code für ChatGPT auch komplett veröffentlicht werden würde, ich glaube es nicht, aber zumindest in Ansätzen, und dann vielleicht jemand noch eine schöne Schnittstelle dazu baut, um Trainingsdaten einfach einzuspeisen, wäre das vielleicht möglich. Technisch möglich wäre es dann. Allerdings, ob das jemals so einfach zu benutzbar ist, wie man sich es jetzt vorstellt, also hier einfach nochmal 10 Dateien reinschmeißen und jetzt eine Anfrage generieren, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Eine andere, noch eine Frage ist, warum ist es so schwer, faktische Richtigkeit als Zielproxy hinzuzufügen? Zum Beispiel über ein angehängtes Fact-Checking, zum Beispiel über Wolfram Alpha oder ähnlich. Also technisch gesehen ist das möglich. Also ich meine, man müsste natürlich erstmal rausfinden, was davon überhaupt Fakten sind aus den Ausgaben, die überprüft werden müssen. Und dann, ja, Wolfram Alpha oder andere Suchmaschinen noch hinten dran zu hängen, um diese Fakten nochmal gegenseitig zu überprüfen. Es ist jetzt weniger eigentlich die technische Schwierigkeit, eher, dass eben dieses System ChatGPT nicht darauf ausgelegt ist, dass es das unbedingt als Zielfunktion oder als Zielkernkompetenz auch mit sich bringt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Herrschaften und Entwicklerinnen bei OpenAI vielleicht daran arbeiten, dass eben vielleicht noch so eine Fact-Checking-Eigenschaft einfach jetzt noch hinten dran geschaltet wird und es dann vielleicht auch Quellenangaben gibt. Also technisch möglich ist das. Bisher ist es allerdings einfach nicht in diesem ganzen Workflow integriert. Also noch ein weiterer Fragenkomplex richtet sich auf das Faktum eigentlich, dass ChatGPT ja teilweise also genauso diskriminierend manchmal antwortet, wie eben die Texte im Internet auch verfügbar sind. Was gibt es denn da für Entwicklungen, um dem entgegenzusteuern? Tja, also erstmal ist es richtig, diese ganzen Sprachsysteme wurden auf Daten trainiert, die durchaus Biases, also durchaus verschobene Weltanschauungen, Vorurteile, Diskriminierung, Hassrede und sonst was alles beinhalten. Und es wurde natürlich auch schon in frühen Stadien versucht, dem entgegenzuwirken und das zu filtern. Jetzt kann ich gerade mal schauen. Hier nochmal diese eine Folie schnell teilen kann. Also zum Beispiel wurde OpenAI, das hatten Sie vielleicht ja auch mitgekriegt, eine extra externe Firma aus Kenia beauftragt, im November, ein Jahr bevor das System veröffentlicht wurde, 2021, um solche Textschnipsel, solche Snippets aus dem Internet auf toxische Inhalte zu überprüfen. Das hat auch soweit funktioniert, dass wenn Sie jetzt eben in ChatGPT versuchen, also wie raube ich meinen Nachbarn aus oder wie werde ich ein bestimmtes Gewaltverbrechen jetzt machen oder irgend sowas versuchen, diese Texte zu generieren, wird das System sich in den allermeisten Fällen weigern. Also es gibt noch diverse Hintertürchen, die aber auch immer wieder ausgeschaltet werden, um das zu verhindern. Allerdings ist dann eben schon ein recht breiter Filter vorne dran, der viele dieser Themen ausblendet. Hier fand ich es jetzt ganz interessant, weil das eben auch sehr ethisch bedenklich war, allein diese ganze Filterung der toxischen Inhalte. Also hier wurde, wie gesagt, eine Firma dazu beauftragt, toxische Inhalte zu klassifizieren. Das heißt, da wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich über Monate, geplant waren hier wohl ungefähr 12 Monate, damit konfrontiert, sich die schlimmsten Texte des Internets anzuhören und anzulesen und jeweils zu klassifizieren, okay, ist das jetzt schlimm, sollten wir das ausblenden oder nicht? Was nach wenigen Monaten dazu geführt hat, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben psychologische Probleme hatten. Weil wenn man sich den ganzen Tag nur mit Brutalität, Hassrede und was sie sich am besten lieber nicht ausdenken können und wollen, konfrontiert werden, ist das eben recht schlimm. Also da gab es auch eine Kontroverse eben dazu. Allein dieses System aufzusetzen ist natürlich wichtig. Das Vorgehen ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ja, zu verhindern, dass solche
schlechten Inhalte dann auch generiert werden, ist natürlich auch ein riesiger Image-Schaden, den sowohl Microsoft jetzt als auch Google mit seinem BART-System versuchen, so bestmöglich zu verhindern. Das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, warum dieses BART-System eben noch nicht auf den Markt ist und noch nicht frei verfügbar ist, weil diese Komponente extrem wichtig ist und zeitaufwendig auch zum Trainieren. Und ich glaube, das wäre nochmal ein großer weiterer Punkt, den wir vielleicht in einer eigenen Veranstaltung nochmal aufgreifen könnten. Denn jetzt müssen wir auf die Uhr schauen, es ist 14.30 Uhr und wir sind schon fast, also über der Zeit. Ich glaube, ich übergebe jetzt ganz kurz nochmal an Katharina. Ja, wir möchten Sie gerne einladen, noch weiter zu diskutieren. Dazu stelle ich Ihnen in den Chat jetzt einen Link zum Concept Board. Dieses ist bis 16 Uhr geöffnet. Sie können einfach auf Gast klicken, müssen sich nicht registrieren, können weitere Fragen formulieren, weitere Ideen, weitere Ressourcen, die Sie teilen möchten. Aus dem Chat sind die weitestgehend schon dort eingetragen. Und Herr Arnold hat sich bereit erklärt, nachher auf das Board nochmal zu schauen und Ihre Fragen zu beantworten. Das heißt, Sie können bis 16 Uhr schreiben. Herr Arnold beantwortet noch bis 17 Uhr. Danach ist nur noch ein Lesezugriff möglich. Und wir werden das Board auch mit der Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung zur Verfügung stellen. Das heißt, für alle diejenigen, die sich später auf YouTube das Video anschauen, Sie können ja in den Kommentaren von YouTube auch gerne noch weiter diskutieren und auch dort noch Nachrichten hinterlassen. Ganz vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die hier so viel reingegeben haben im Chat, in der Diskussion. Auch wenn jetzt nicht alle Meldungen drangekommen sind, wie gesagt, die herzliche Einladung. Ihr und Sie habt es gerade gehört in dem Board, was eben gerade so wunderbar von Katharina auch begleitend gepflegt wurde. Ich glaube, das ist ein echter Mehrwert für diese Reihe, auch so ein Board parallel zu haben, wo die Diskussion weitergehen kann. Und dieser Vortrag, Thomas Arnold hat eben gerade gezeigt, wie begeisternd dieses Thema auch ist. Liegt auch ein bisschen am Vortragenden, habe ich so das Gefühl. Aber das war heute der zweite Vortrag in einer Reihe, die natürlich weitergeht. Das heißt, für Sie und euch, die jetzt gerade hier über YouTube zuschauen, ihr wisst natürlich schon, dass das Ganze bei YouTube online ist. Und so werden auch alle folgenden Vorträge weiter über unseren Kanal natürlich eingespeist werden und da auch zum Weiterdiskutieren einladen. Aber ich möchte jetzt nochmal die Einladung wiederholen, die ich eingangs schon gesagt habe. Herzlich willkommen zum nächsten Vortrag in dieser Reihe, der dann von Gabi Reinmann hier reingebracht wird. Ja, also save the date, 22. Februar oder wenn der Termin nicht passt, dann am 13. März. Ich bin ziemlich sicher, dass alle weiteren Beiträge wirklich einfach ebenso spannende Facetten dieses umfangreichen Themas aufwerfen werden und freue mich jetzt ganz einfach schon auf alles, was da kommt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.